Schnell, einfach und sehr gut. Krautfleisch. Wie ich das mache, zeige ich euch. Abgesehen, dass ein Krautfleisch wirklich sehr gut schmeckt, es ist auch sehr gesund. Es hat irrsinnig viel Vitamin C, weil ja in so einem Weißkraut eben sehr viel Vitamin C drinnen ist. Und was natürlich noch dazu kommt, man hat ein Essen, das doch was hergibt, was echt stark ist. Und das ist aber sehr einfach zu machen und geht sehr schnell. Was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen natürlich unser Weißkraut, klassisches Weißkraut. Dann brauchen wir ein faschiertes. Ich nehme in dem Fall ein gemischtes, faschiertes. Man kann nur Schwein oder nur Rind, wie es einem besser schmeckt. Das Gemischte hat für mich wirklich einen Biss, das passt ganz gut. Dann brauchen wir Zwiebeln zum Dünsten, dann einen Knoblauch, ein Salz, ein Paprikapulver. Es wäre nicht burgenländisch, pannonisch, wenn nicht ein Paprikapulver dabei wäre. Und ein Kümmel. Der Kümmel, der macht sich auch ganz gut, der ist nicht gemahlen. Wenn der dann zwischen dem Kraut drinnen ist, einfach herrlich. Und dann kommt noch so ein kleines Lackerl vom Gemüsefond, kommt auch noch rein, damit wir ein bisschen ablöschen können. Ja, ihr seht's, ja genau, um Gottes Willen. Wir brauchen dann noch Öl, ihr könnt es Schmalz auch nehmen, aber ich nehme jetzt auch so ein Rapsöl, genauso Sonnenblumenöl möglich. Das brauchen wir zum Dünsten von den Zwiebeln und auch vom Kraut. Und ja, das wär's. Es ist nicht viel und es wird sehen, es geht sehr schnell. Als erstes einmal werden wir unser Öl erhitzen. Das Öl habe ich schon reingegeben, 2-3 Esslöffel. Dann Zwiebeln sind gehackt und die geben wir jetzt rein ins Öl und werden jetzt einmal leicht goldbraun, werden die jetzt einmal im Öl gemacht. Knoblauch tue ich dann ein bisschen später rein. Das werden wir jetzt einfach einmal richtig schön goldgelb machen. So, nach einer Minute gehen wir her, nehmen ein bisschen was von unserem Gemüsefond und den habe ich jetzt ein bisschen dazu geklärt. Das macht jetzt diese Zwiebeln etwas weicher. Das lasse ich jetzt einmal gut aufkochen. Was ich vorher bei den Gewürzen vergessen habe, den Pfeffer habe ich nicht angegeben. Den können wir natürlich jetzt schon reingeben. Einen guten Teelöffel, um Gottes Willen keinen Esslöffel, aber einen Teelöffel davon kann man da schon reingeben. Und auch die anderen Gewürze, sowie das Salz, das kann man alles jetzt schon reingeben. Das Salz gebe ich auch schon rein. Und auch den Kümmel. Das Paprikapulver lasse ich noch, das hat noch Zeit. Aber das lassen wir jetzt wieder noch einmal wirklich gut verdunsten. Und dadurch werden die Zwiebeln immer weicher und sie binden auch wesentlich besser nachher das Kraut ab. Da braucht man kein Mehl und nichts reingeben. Das wird ganz fein, wird es ausschauen. Jetzt ist unser Gemüse ziemlich schon verdunstet. Man hört es dann auch, wenn es zum Knistern anfängt. Man merkt, es fängt immer mehr zum Knistern an. Ich warte doch noch ein paar Sekunden und die Zwiebel wird dadurch immer weicher. Jetzt beginnt die Zwiebel wieder Farbe zu kriegen, es wird immer mehr und ich lösche weiter ab. Jetzt leere ich den Rest drauf. Natürlich kühlt es wieder ab und das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Man merkt, das wird eine immer dickere Soße da drinnen und das soll es auch werden. Jetzt lassen wir es noch einmal 2-3 Minuten gut aufkochen, bis wieder die Flüssigkeit verdunstet ist. Und dann kommt schon das Fleisch rein. Und nach einigen Minuten merkt man, wie die Flüssigkeit verdunstet. Und jetzt genau zum Suppenfond, zum Gemüsefond. Da gibt es auch ein Video, wie ich das mache. Da oben verlinkt. Und da könnt ihr dann genau schauen, wie ich das mache. Ich mache das eigentlich immer nur aus Gemüseresten. So, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angelangt. Man hört, ihr hört es, es knistert, es kocht nicht mehr, sondern jetzt ist es wieder sehr, sehr heiß. Jetzt können wir hergehen und geben den Knoblauch rein und das Paprikapulver und das verrühren wir. Jetzt soll es sehr schnell gehen, weil jetzt kommt natürlich schon das Fleisch rein. Jetzt geben wir das Fleisch rein, das muss relativ rasch gehen, das Paprikapulver neigt dazu,
schnell anzubrennen und bitter zu werden. Das soll es nicht sein. Und jetzt wird das Fleisch ordentlich durchgegart. So, das Fleisch geht jetzt schön dahin. Das können wir jetzt einfach auf kleiner Flamme hier weiter garen lassen. Deckel drauf, kleine Flamme. Das lassen wir jetzt einfach weiter garen. Hin und wieder umrühren, damit es nicht anbrennt. Und wir machen jetzt mit dem Kraut weiter. Dafür mache ich mir erst einmal ein bisschen am Platz. Das Kraut selbst kann man. Ich habe das Kraut, ich habe den Strunk schon rausgeschnitten, um es in der Hälfte. Ich brauche hier nur die Hälfte für meine Menge. Übrigens, ich habe circa nur als Maß 1:1 Kraut, also so viel Fleisch wie Kraut nehme ich dafür. Ich nehme am liebsten hierfür so einen Hobel. Das ist für mich ein ganz dankbares Gerät. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Messer fein schneiden, nudelig schneiden. Das ist ganz euch überlassen. Also ich fahre am liebsten mit so einem Ding da durch und mache einfach feine Streifen. So, ein bisschen was ist überblieben. So, das geben wir jetzt weg. Hobel hat seine Arbeit getan. Die paar können wir natürlich gerne fein nudelig selber noch einmal schneiden, aber das wäre es schon. Jetzt schauen wir mal noch zu unserem Fleisch rüber. Da hat sich natürlich schon längst was getan. Das Fleisch ist wirklich schon durch, weil es ist ja wirklich so ein Hackfleisch oder ein faschiertes. Das ist ja sehr schnell durch. Und hier kommt jetzt unser Kraut rein. Das Kraut wird jetzt da drinnen dünsten mit dem Fleisch. Das nehme ich jetzt einfach und gebe es da einfach rein. Ich werde das dann noch einmal gut durchmischen. Und ich sage euch was, das war jetzt schon gewesen. Mehr ist da nicht mehr. Wir lassen das jetzt gute 20, 25 Minuten. Lassen wir jetzt das Kraut mit dem Fleisch da drinnen. Die Zwiebeln binden das alles ganz wunderbar und ich brauche hier kein Mehl oder keine Stärke oder was. Man merkt schon, so wie das am Ende aussehen. So, meine Lieben, das werden wir jetzt auf mittlerer Stufe. Lassen wir das jetzt einfach so stehen. Das sehe ich, da ist noch eines, das geben wir auch rein. Lassen wir auf mittlerer Stufe, damit es nicht anbrennt, ganz einfach so dahin siechen und in 20, 25 Minuten sehen wir uns wieder. 25 Minuten habe ich es jetzt drin lassen und es schaut ganz, ganz super aus. Genauso möchte ich es haben. Wir können den Ofen abdrehen und der Geruch ist wirklich wunderbar. Das Kraut mit dem Fleischgemisch, herrlich, und auch die Gewürze kommen raus. Genauso soll es aussehen am Ende und natürlich, jetzt gehen wir es einmal rüber. Man merkt da die Konsistenz, die Zwiebeln haben ihre Aufgabe erfüllt. Nebenbei, die Zwiebeln haben natürlich schon was mit dem Geschmack zu tun, das ist wirklich ganz was Eigenes, aber sie binden das auch. Man sieht, dass da unten nicht alles so ein Saft ist, so, das nur saftelt. Nein, das ist alles gebunden und das gefällt mir so gut, wenn das Krautfleisch so ist. Das müssen wir jetzt natürlich kosten. Da werden wir mal reinfahren. Man merkt da wunderbar, wie sie das Fleisch mischt mit diesem Kraut. Jetzt werden wir es einmal kosten. Mmh. Herrlich, einfach herrlich. Das Kraut hat nach 25 Minuten immer noch einen Biss. Es ist nicht verkocht und das finde ich ganz wichtig. Es schmeckt einfach wirklich ganz fein. Das Fleisch dazu und eben diese Gewürze, Zwiebeln. Einfach herrlich. Ich kann euch nur anraten, probiert sowas. Man muss kein Meisterkoch sein. Das geht wirklich sehr einfach und es ist ein starkes, gutes Essen. Es passen natürlich Salzkartoffeln dazu oder Semmelknödel. Gibt es ein Video von mir, wie ich Semmelknödel mache. Die passen da genauso gut dazu. Reis eventuell, wenn man will, oder ein Stückchen Brot. Geht alles. Ich wünsche euch, dass euch das so gut gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.